Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Dark and Light. Und es geht einfach weiter. Jo, wir sind einmal im Kreis gelaufen und jetzt müssen wir halt mal ganz schnell wieder ein bisschen was ablegen. Ja, hallo und moin moin. Ja, ich versuche mal hier mein Inhalt zu... etwas leichter zu werden. So. Genau. Das Fleisch kann ich auch noch in das Feuer tun. Warte mal, das sind auch schon einige. Also zu essen habe ich erstmal genug dabei. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, das geht auch. Saurinisches Würstchen. So, ich habe mir jetzt ein Baldachin gebaut, so ein kleines Zelt. Und was können wir damit machen? Aufstellen und unterwegs schlafen. Ist echt, ist da eine Matratze oder was bei? Ja, ja. Ah ja. Baldachin heißt das. Ja. Guck mal, ob ich das auch. Ich meine, ich habe das hier bei mir auch schon gesehen. Was ist das eigentlich für ein Giftpfeil? Aha. Dass man alles freischaltet. Was ist das? Ein Heiltrank. Ich glaube, die habe ich noch, ne? Ja. Und was war das? Ach so, den habe ich da unten noch. Gut. Was ist da? Rune der Wiederquer. Moment. Moment. Wo ist sie denn jetzt? Fehlt denn da? Was ist das? Bärenfell. Das haben wir alles da gelassen. Okay. Ja. Naja. Scheiß Mikro. Ich hasse Mikros. So. Noch genug Holz im Feuer? Weiß ich nicht, ich bin gerade etwas überfordert. Ja, geht aber noch. Verdammt. Nee, das haben wir noch nicht. Was war das? Ach, da brauche ich das Gras. Ja, und die Dings. Nee, das haben wir auch noch nicht. Okay, wie sieht es denn aus? Wollen wir weitergehen? Oder ja, wir klar. Wollen noch Mithril gucken? Ja, wir gehen einfach weiter und wir werden das Mithril schon finden. Ja, ist eine gute Idee mit dem Pennen. Hey, mach, dass du aus dem Bett rauskommst. das ist mein Bett, ja. Machst du denn? Warum schläfst du denn daneben? Ist ja nett, dass du das machst. Ja, die Kugel, die fette Kugel, die rollt halt immer aus dem Bett raus. Na, guck mal, jetzt rollt er den Berg runter hier. Bist du jetzt aufgestanden, damit ich endlich ins Bett kann? Ich hab gesagt, leg dich ins Bett und ich stech dich ab. Ja, was du wieder vorhast, du. Lass mal die Quenny, du. Die will doch nur eine Runde pennen.
Leg dich ins Bett und ich werde dich anpieksen. Pieks. Warum kann ich denn nicht in dieses blöde Bett gehen? Vielleicht, weil das mein Bett ist. Du müsstest dir dein eigenes bauen. Ist jetzt nur eine Vermutung. Ne? Ja, aber... geht doch bei den Matratzen auch. Das muss ich tatsächlich mit einer eigenen Matratze bauen. Das muss ich mir erst noch wieder... Leute, jetzt, wir können doch nicht los, ich muss mir eine Matratze bauen. Ich dachte, du wärst eine Matratze von uns beiden. Nee. Das macht Granny nicht mit euch. Granny ist eine brave und züchtige. Kann gar nicht angehen. Doch. So, warte mal. Ich brauche das. Ich brauche Steine. Und ich brauche... Wo ist es denn jetzt? Holz brauche ich. Steine habe ich schon wieder nicht. Ach du Grün, jetzt muss ich erst die Steine suchen. Moment. Das war doch jetzt das Bett. War doch... Brauchst aber keine Steine fürs Bett. Stand doch da. Oder war das Leder? Oder es könnte Leder gewesen sein, ne? Moment. Ja, ist Leder. Okay. Leder hatten wir, glaube ich, hier drin. Uch. Hier ist Leder. So, jetzt machen wir mal Leder. Abbetten. Abbett, machen wir. So. Weil Granny muss auch mal schlafen. So. Ich bin nicht gestellt. Ich stelle jetzt mein. Ey, da wollte ich mein Bett hinstellen. Immer meine Wohnung. Du kommst mal auf eine stillen Treppe, wenn du nicht artig bist. Außerdem schlafen Frauen immer in der Mitte, Männer schlafen immer an der Fensterseite. Ja, ich schlafe jetzt wieder hier, ich kriege den Kopf weh. Guck hier. So. Dann mache ich jetzt hier eine Wand hin, so. Kann ich überhaupt eine Wand? Moment. Kann ich denn überhaupt eine machen? Ach, da muss ich erst wieder Steine suchen. Sowas Doofes. Ich muss schlafen. Jo, das Hirn ist wieder gut. So, kann losgehen. So, gehen wir hier runter. Oder Magnus führt uns jetzt. So. Ja, Magnus, wo bist du? Führe uns zum Mithril, bitte. Mache Stockblatt weg. So, ich werde mal vorsichtshalber das Schwert in die Hand nehmen. Oh, wir haben Glück, dass das Wetter gut ist. Ich möchte mir zu gerne begreifen, warum wir hier kaum gefährliche Gegner haben. Oh. Das würde mich auch mal interessieren. Also ich habe nichts verändert am Server, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Naja. Also keine... Kennt man ja bei der ängstlichen... keine Meteoriten, keine, kaum Skelette, keine Sensenmänner, geschweige denn Feuerelementare. Der ist auch lächerlich mit Level 12. Lass mir liegen. Verrottet von alleine. Verrottet von alleine. Genau. Ich hüpfe schon wieder durch die Gegend, als wenn ich das Beuteltier hätte. Nee, hier gibt's das Beuteltier nicht. Sehe Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte? Wo siehst du Erfahrungspunkte? Rechts. Oh ja, da ist gut. Erfahrungspunkte.
Meinst du die großen da, die Steine? Egal, ja, wir machen alles. Alles platt machen. Yippie, ich will auch was platt machen. Ja, wo ist denn der Stein? Wo ist er denn? Ping. So. Und hat der noch irgendwas Schönes? Der hat ja schon wieder nichts mehr. Das lohnt sich ja gar nicht. Hat der was Schönes? Der ist da hinten in Kappa am Verprügeln. Wer ist am Verprügeln? Das Steinvieh. So. Erledigt das Steinvieh. Oh ja, der hat noch die Feldblumen. Und rechts oberhalb von euch ist ein Greif. Ein Greif? Und ich muss die Feldblume noch haben. Erdelementor. Jo. Rechts oberhalb sei ein Greif. Ah, da hinten. Da sehe ich doch jemanden langhupfen. Ja, ich spiele den Lockvogel. Aber, der, gut, kommt, aber der kommt nicht. Was ist hier oben überhaupt los? Kann man hier was angucken hier oben? Ich glaube nicht. Ha, den habe ich ehrlich erworben. Moment, bleib liegen, du Vieh. Der hat übrigens was. Woran siehst du das? Weil ich weiß, welchen Level du hast. Also das verstehe ich nicht. Was, ja. was hat der Level jetzt damit zu tun? Ganz einfach, erst ab einer bestimmten Level haben die dann was für dich. Wenn eine bestimmte Level ist. Hatte so Klauen und sowas. Naja, Klauen, Federn und noch irgendwas müsste das gewesen sein. Nee, nur zwei Sachen. Klauen und Federn meine ich. Ja, hier ist ja das reine Schlachtfeld, Leute. Mithril wollten wir doch suchen. Ja, den Weg zu Mithril müssen wir uns freikämpfen. Oh. Deswegen warst du gestorben. Nee. Ich bin nicht gestorben. Ich bin nur letztes Mal einmal gestorben, wo ich da abgeschmiert bin. Und dann habe ich zur Elfenstadt. Er ist nicht gestorben, er ist nur tot aufgewacht. Jo. Genau. Warum auch immer. So, erst gucken. Moment, erst gucken. Der hat auch. Hier sind noch Malerfahrungspunkte. Ja, Moment. Greif und Steinvieh. Jo, Greif, komm her. Ich will dich pieksen. Ich werde mal langsam leer laufen. Oh, der Boden wackelt. Wo ist er denn? Komm her, du! Oh, mitten im Flug. Ha. Oh, der hat was. Warte mal. Wolle. Oh, ein Greif, der Wolle hat. Hm. Wo ist denn der Stein? Den klopfe ich mal kurz. Moment. Er was? Nee, der hat so ein Six. Okay, dann klopfen wir ihn. Ist ja nur ein 16er. So, den, jetzt hau ich den nochmal platt hier hoch. Oh, der hat massenweise Fleisch. Da unten haben wir noch ein bisschen Fleisch. So, Mann, ist da unten bald... ist ein Panther. Ja, schön. Und das hört sich ja sehr lustvoll an. Warte mal, da seid ihr. Der steht in einem Langhorn drin. Ja, schon gesehen. Ein Level 8, da schickt er mich runter.
40 Grad. Wir müssen ein bisschen mehr links. Links den Weg hoch oder? Ja, Richtung dieser Klosteranlage. Ja, okay. Oder warte mal gerade. Moment, er muss sich das noch überlegen, kurz. Nee, war schon richtig, ja. Ja. Nein, dreh dich mal um und mach das hier. Klopf da mal drauf. Oh ja, da ist Gras drin, da kann ich nachher noch ein bisschen die Dings machen. Heilmittel. Oh, ich glaube, ich muss mein Stahlschwert stunden. Was ist denn hier? Da hinten war irgendwie, glaube ich, eine Elfe, ne? Yippie. Könnte ich auch mal Blitzdings nehmen. Moment. Vielleicht zaubern. Nee, warum schießt du denn im... Du bist sowieso klein, bist du. Und ich schieße da auch noch im... Im Stein drin. Hier stehen alle im Stein, nur ich nicht. Ja, weil du ja auch weiter weg stehst. So, und wenn mich jetzt mein Alzheimer geplagtes Gehirn nicht ganz im Stich lässt, ist da drüben auf dem Berg mit Mithril. Ja, okay. Dann dahin. Da drunten ist eine Brücke. Wollen wir da nicht rüber gehen? Weil nicht, dass wir nachher hier fest... Mann, ich will hier nicht festbacken... Bist du heile unten? Ja, sicher. Okay. Fischi, 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 Fischi. Fischi. Au, ich bin nicht heile unten. Ich bin beschädigt. Ich bin fast tot, Leute. Ich mach nicht so, dann ess was. Ja, ich verfress mich jetzt satt. Komm. Und ein bisschen davor. Oh Mann. Ja, das war kein guter Sprung. Nein. Jetzt muss ich erst regenerieren. Habe ich eigentlich noch irgendwie was zum... Nee, ich habe noch nichts zum... Ich muss, glaube ich, muss meine Kondition erhöhen, ne? Kann das sein, dass das daran liegt? Ja. Okay, dann muss ich das mal als nächstes machen. Muss ich mal gucken, wo... Was ist eigentlich nochmal die Gleichtaste? Das ist... Find die Gleichtaste, nee. Die gute Frage. Gleichtaste? Das ist die Sternchen plus Taste, ne? Nein, die ist über der Null mit dem Umschalten. Über der Null? Deswegen benutze ich die auch nicht. Über der Null ist die. Mhm. Also auf der Taste mit der Null. Ach, ich wollte Blitzdingsen. Blitzdingsen, wo ist denn mein Blitzdingsen? Oh, jetzt frisst er mich. Moment, jetzt wird geblitzt. Jetzt brauche ich auch nicht mehr blitzen. Ist schon wieder alles tot. Moment, einen haben wir noch. Jo, den habe ich. Oh, was ist denn das? Ein Frog. Der hat auch nichts. Muss ich wohl auch klopfen. Ich klopfe den mal. Und der hat eine Rarheit. Ein bisschen Leder, jawohl. Es bleibt immer alles liegen hier, ne? Armen Viecher. So, was habe ich denn jetzt an Fleisch? Das ich muss ich, glaube ich, mal einen Teil von weg tun. Ja, ich schmeiß mal einen Teil weg. So, jetzt bin ich nachher zu schwer für das Mithril. Oh, ich habe Äpfel gefunden. Sehr schön. Davon habe ich auch noch. Moment. Was kommt denn da? Achso. Moment. Ich bin nicht so schnell, Leute. Leute, ich bin nicht so schnell. Seid ihr schon Richtung Gipfel? Nee, ich bin hier unten bei Granny. Was mache ich denn jetzt hier? Steine. Ich schmeiß jetzt die Steine weg. Rastone. Ach, da seid ihr. Und das schmeiß ich jetzt auch weg. So. Und.
Moment, was habe ich hier noch an Platz? Der kann hier hin. Nee, Moment, das ist die Sense. Warum tue ich den Rest denn nicht dahin? Oh, oh, wo sind denn meine anderen Sachen wieder? Ah. Naja, gut. Okay. Wenn in falsche Richtung. Falsche Richtung? Ach, da hinten. Manni, hier. Manni? Hm, ja. Bin da. Weil von hier aus kommst du auf dem Berg nicht hoch. Okay. Glaub, das ist da, wo ich mit meinem Solo gebaut habe. Mhm. Warst du da als Elf unterwegs? Nö. Als Mensch bin ich hingelatscht. Ach so. Im Gegensatz zu Gwenny sind wir beide ja gut zu Fuß. Die muss ja auch immer wieder so komische Schuhe rumlaufen. Ja. Wo bist du denn jetzt hingegangen? Bist du unten? Ach, da unten. Hopsi. Oh, hier haben wir auf jeden Fall schon mal Kupfer. Ach, das ist, Kupfer brauchen wir nicht. Ach, den lasse ich jetzt in Ruhe. Wir suchen jetzt das Mithril. Oh, das ist aber schwierig. Ich habe völlig die Orientierung verloren hier. Ups, ich komme gar nicht hoch hier. Wieso kommst du da durch und ich nicht? Moment, hier vielleicht. Ja, das geht. Nur, das ist wohl etwas schwierig hier, oder? Ja. Die Zwerge haben sich verlaufen, wie es aussieht. Nee, wir müssen nur hier auf den scheiß Gipfel draufkommen. Jetzt hänge ich fest, geh mal weg, weil, meine ich mal. Aber hier schräg gehen bringt auch nichts. Nee, bringt leider überhaupt nichts. Da müssen wir nur mal weiter rumlaufen, da muss doch einen Weg oder was hochführen eigentlich. Wieder weiter runter. Warte mal, was ist denn hier? Ist das nicht mehr? Jetzt hänge ich wieder in diesem verdammten Stein, wa? Oh nee, du, das ist doch nicht so schön. Dass man hier immer so zwischen festhängt. Was ist denn hier? Guck mal, hier ist ein Weg. Jo! Ich hab gelevelt, glaube ich, oder so. Moment. Nö, mehr brauche ich schon nicht. Was ist denn das? Ach, das ist ein Weifern. Nee, ein Frock. Geht's auch nicht weiter. Oh, nee. Ich sehe euch gar nicht mehr. Wo seid ihr denn schon wieder? Hier geht's nicht was weiter? Oh. Ach, da oben. Da geht's tatsächlich jetzt nicht weiter. Nee, auch nicht. Aber irgendwie ist Magnus ja da hochgekommen. Ja. Ja, es führt dann eine Straße hoch. Von der anderen Seite allerdings. Müssen wir halt so lange um den Berg rumrennen. Ja, ich gehe mal hier unten weiter. Ihr könnt mir ja folgen, ihr seid ja sowieso schneller. Ich laufe einfach mal so weiter um den Berg rum.
Und eine Straße, sagtest du, war da? Na, du Elementar, du. Willst du Ärger mit mir? Pass auf, gibt Ärger mit mir. Pieks, pieks, pieks. So, Moment. Da ist noch nichts, das muss ich, oh, das werde ich mir wohl nie merken können. Moment, ich könnte auch mal was essen. Wäre gar nicht so schlecht. Und ein Apfel. Zack, alle Äpfel sind wieder alle. Gib mir einen Apfel. Hallo Baum, Apfel. Nein, nicht das Zeug. Ich will einen Apfel. Och, Menno, wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Wir laufen weiter um den Berg rum. Ja, ich auch. Hättet mich eigentlich einholen müssen bisher, ne? Oder? Quinny hat sich selbstständig gemacht. Tö. Warte mal, hier vielleicht. Vielleicht gehe ich hier mal ein Stück hoch. Hier könnte man vielleicht hoch. Und das war ganz oben gewesen? Ja, ja. So ziemlich, ja. Ich versuch's hier mal. Na, hier geht's auch nicht hoch. Da ist vielleicht eine Chance hier vorne. Ist das nicht sogar ein Weg hier? Und nee, das sieht nicht gut aus. Ich fürchte, hier kommen wir nicht hoch. Versuch das aber mal. Aber ich sehe die Menschenstadt schon wieder. Sind wir schon wieder so weit gelaufen? Ich sehe da hinten auch einen Turm. Ja, das war genauso zwischen der bei der Menschenstadt war der. Da sind wir schon hier richtig. So weit war das nicht entfernt, weil hier habe ich ja auch Gwendy eingesammelt nachher unten am Fluss. Aha. Guck mal hier zu diesem Greifenkopf hoch. Hier ist der Weg. Ich sehe. Ich bin hinter dir, du hast einen Greifen. Ich weiß nicht, wo ihr geblieben seid. Seid ihr denn auch rechts um ja, den ich, Berg? Ja, ihr müsst weiter um den Berg rumlaufen, dann kommt er auf den Weg. Ich bin bei Magnus. Wir sind zusammen. Ich müsste ja, dann hier hochgehen. Willst du dir die Aussage nicht noch einmal überlegen? Der arme Quenny. Was will ich mir überlegen? Ja, die Aussage, dass wir zusammen sind. Och. Eine Nacht bist du die Maus, die andere Nacht ich. Okay. Das klappt schon. Pieks. Ich habe einen Weg gefunden. Ja, dann gehen wir rauf. Da müsstest du auf uns stoßen. Oder ihr seid hinter mir, das weiß ich eben nicht. Nee, ich denke mir, du wirst weiter unten. Oh, täusch dich doch nicht. Na gut, ich gehe mal den Weg hoch und guck, ob du da oben bist. Okay. Und ich bleib dann hier und warte. Genau. Ist ja schon wieder dunkel. Wendy, mach Licht. Wendy, Licht machen. Wow. Genau. So, warte mal, hier ist ein Weg. Ich gehe den mal weiter. Huch! Du bist unter uns. So, so. Ich muss dich einsammeln. Ja, und der hatte was. So, das nehme ich mit. Das kann er behalten. Ach, da hinten. Dass ich dich auch immer aufgabeln muss. Tja, das ist nun mal so bei Quaddy. Gwendy lässt sich sehr gerne aufgabeln. Ja, genau. So viel zum Thema dann anständiges Mädchen, ne?
Ja, weil ja, ja. Unschuldig, ne? Ja, unschuldig ist sowohl wie nicht ganz, aber anständig. Oh, du hast ja schon nochmal. So, und mit diesen Worten dürfen wir uns auch wieder von euch verabschieden, ihr Lieben. Wir sagen tschüss, macht's gut. Habt viel Spaß mit allem, was ihr tut. Vor allem, wenn ihr Gutes tut, richtig gut wäre ein Däumchen nach oben für uns alle. Ein Abo, ein Glöckchen, konstruktive Kritik, Tipps und Tricks, Kommentare sind immer wieder gerne gesehen. Und wir sagen tschüss. Ja, ich schließe mich dem einfach nur mal an und sage auch tschüss.